Ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott! Wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Abeline, zu Ihren Diensten. Sollten Sie eins nicht vergessen, Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kalok. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Mit den Rooks. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Ich bin Greenie, Mann! Richtiger Misset, ich bin Greenie. Aber anders geschrieben, ohne E am Ende. Aber ich bin Greenie! Junge! Ich bin Greenie. Ich bin Greenie! Okay. Ich find's aber geil, dass mein Name hier drin vorkommt. Wäre noch cooler, wenn jemand Colin heißen würde. Drücken Sie. Ah, das ist die komische PS4-Taste, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von von den Blighters zu erobern. Ich kann den Namen einfach nie aussprechen, das werdet ihr im Let's Play noch merken. Töten Sie den Templar-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Nice. Sind jetzt gerade hier? Dieser Bezirk gehört uns nicht, dieser auch nicht. Kann man irgendwie rauszoomen? Oh Gott. Tatsächlich, mit dieser Taste geht es. Aber was ich jetzt noch kurz gucken will hier. Ups, nicht Inventar, sondern hier Fähigkeiten. Kann ich noch was Neues freischalten? Das hat es gar nicht gekauft, weil ich ja aus Versehen die PS4 ausgeschalten habe. Ich habe aber noch 3 Punkte. Was kann ich damit, oder was will ich damit noch kaufen, ist jetzt die Frage. Hierzu benötige ich Level 2. So. Kostet aber 2 von denen. Erweitere ihre Gesundheit um ein weiteres Feld. Wäre aber auch nicht schlecht. Dann, erhöht die Zeit, bevor sie ihre Kombo-Serie aufgrund einer Untätigkeit verlieren. Und dann, wenn ihre Kombo 10 erreicht, bringt ihr nächsten Angriff ihren Gegner an den Rand des Todes. Das hört sich aber auch geil an. Und was macht das hier? Wenn einen Gegner am Rand des Todes bringen, wird ihr nächster Angriff einen anderen Gegner automatisch ebenfalls an den Rand des Todes bringen. Dies ist ist für die Multi-Hinrichtung und eine andere Aktion sehr hilfreich. Okay, was haben wir dann hier? Öffnen Sie verschlossene Truhen, um Geldmaterialien und Belohnungen zu erhalten. Hä, aber ich konnte doch schon mal was... Ich glaube, ich nehme das hier, weil das kann noch hilfreich sein, glaube ich. Sie plündern Gegner automatisch, wenn sie einen Attentat auf sie verüben. Sie empfangen neben Multikill ausführen. Ey, das hört sich aber auch geil an. Was haben wir dann hier noch? Oh Gott, ich gehe hier so rüber, dann ist dieser Scheiß nämlich weg. Also, ihr Adlerauge erlaubt ihnen nun, durch Wände zu blicken und Gegner zu beobachten und zu markieren. Das hört sich ebenfalls nice an. Plünderer 1. Sie finden in den Quellen mehr gewöhnliche Herstellungsmaterialien. Herstellungsmaterialien braucht man für bessere Rüstung. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Ich habe ja 3 noch offen. 3 von diesen Punkten. Ich glaube, ich nehme einerseits, dass ich jetzt die Dings öffnen kann, die Truhen kaufen. Das einerseits. Ich hoffe, dass ich am Ende sowieso alles haben kann, aber dafür müsste ich vermutlich mehr machen. Dann, was nehme ich als nächstes noch? Was war das hier nochmal? Das ist das Adlerauge. Das brauche ich jetzt gerade noch nicht. Dann das hier. Kaufen. So. Sie haben ein neues Level erreicht. Oh. Das kriegt man also, wenn man Sachen kauft. Ja gut, dann spare ich lieber noch, bis ich diese Regeneration 2 kaufen kann, weil das kann sehr hilfreich sein. Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die
Klamotten, die ihr tragen will. Ja, aber das ist doch geil. Wenn du darauf bestehst. Was ist das? Drücken Sie Options, um das Hauptmenü zu öffnen und dann R3, um zwischen Eevee und Jacob zu wechseln. Eevee bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob auf Konfrontationen aus ist. Eevee und Jacob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstung und Fähigkeiten. Ey, das ist ja richtig nice. War kurz. Das mache ich nämlich direkt. So. Das will ich direkt machen. Kann es jetzt gerade sein, dass es zwei von mir gibt? Willst du dir die Fresse einschlagen lassen? Ich schlitz dich auf. Halt die Fresse, Junge. Du schlitzt mich also auf? Das ist für deine grobe Art und Weise. Jetzt kann ich hier erstmal schön plündern. Aber wo ist jetzt Jacob hin? Ah, Eevee ist nur reingelaufen, damit Jacob rauskommt, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Okay, das macht aber relativ Damage. Finde ich geil auch, dass das Damage macht. Nur jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Muss, glaube ich, den Boss erstmal killen. Hier. Aberlite nehmen wir an. Empfohlenes Level 2 habe ich ja. Hier. Empfohlenes Level 2. Hier. Empfohlenes Level 2. Und hier ebenfalls empfohlenes Level 2. Sieht so aus mit der Uhr. Noch 6 Minuten, das ist gut. Ja, es kommt auch etwa hin, wenn ich die Tonspur angucke. Das heißt, vorhin bei der Dings hat es auch nicht allzu viel weggemacht. Danke ich allmählich. Kann ich hier einfach Kutschen klauen? Geht! Lol, wir spielen jetzt GTA! Geilo! Finde ich ziemlich nice, dass man auch GTA in Assassin's Creed spielen kann. Läuft bei mir. So, erstmal verlassen, dann gehe ich nämlich jetzt hier nach hinten. Aber kurz, da hinten hat es ja noch zwei. Die gehe ich jetzt erstmal killen. Da habe ich Bock drauf. Hey. Was ist mit der Tower Bridge? Was hast du gesagt gerade? Junge. Junge, ey. Polizisten machen mir Gott sei Dank nichts. Das wollte ich jetzt eben kurz austesten. Ah, okay. Ich bin aus dem Schneider sozusagen. So, dann gehe ich jetzt erstmal hier in die Seitengasse, weil laut Karte komme ich von hier aus zum ersten dieser ganzen A's. Das war jetzt dieser, dieses Doppelattentat, würde ich mal meinen. Finde ich auf jeden Fall geil. Das gefällt mir jetzt schon. Also, Ausrüstung und Waffen haben wir ja verschiedene. Eevee und Jacob, das ist, denke ich mal, wichtig zu wissen. Aber kurz, ich nehme vom Headset den einen Hörer ab, weil dann höre ich immer schön gut, wann der Wecker losgeht. Nehmen wir an. So. So. Was ist das jetzt? Ich sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberlein, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Okay, knapp 4 Minuten sogar. Ja, da müssen wir jetzt erstmal vorwärts machen und jemanden holen. Nun, was Sie auch tun.
die innerhalb der Grenzen der Gesellschaft. Nehmen Sie die Gefangenen, bringen Sie es zu Überwachungspunkt, bestehende Belohnung finden Sie zu. Ich bin auf dem Klo, was soll das? Drücken Sie Kreis, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen und gefangen zu, um ihn gefangen zu nehmen. So. Da muss ich erstmal unentdeckt hier rein. Das ist, denke ich mal, klug zu wissen. Okay, das war jetzt nicht so ganz schlau. War nicht so, wie ich das wollte. Nein, was war das? Warum habe ich den Polizisten angegriffen? So, jetzt habe ich noch ein Messer. Ach, mein letzter Kampf für dich. Sicher, dass das mein letzter Kampf ist? Bist du dir ganz sicher? Junge, ist das geil. Jetzt kann ich auch hier wieder überall schön plündern. Zock. Richtig gechillt. Aber warum haben die alle keine Wurfmesser? Das finde ich ein bisschen schade. Hier kurz plündern. Alles schön. Jetzt hat er einen Wurfmesser. Finde ich schön. Was ich jetzt kurz gucken will, wegen den Waffen. Den verschiedenerlei Waffen. Inventar hier. Also, Angriff habe ich ein bisschen was. Also, ich habe diese Waffe. Was habe ich? Ich habe eine Pistole. Ich habe das hier. Aktueller Handschuh. Dann habe ich eine Pistole. Habe ich diese aktuelle Umhang. Was bringt das? Also, das ist wegen dem Schleichen. Dann, Monteureigenschaften. Erhöht den Schaden, den sie mit dem Stock anrichten. Oder Stockdolch anrichten. Was haben wir hier? Das ist, sie haben gerade derzeit keine Farbe ausgerüstet. Was ist das? Kann man hier irgendwie was machen? Ah, hier kann man verschiedene Sachen kaufen. Alles klar. Der betäubt ein bisschen mehr, hat mehr, nee, der betäubt weniger. Hat aber mehr Angriff als der Stock. Dann haben wir hier noch einen Stock. Ja, dieser Gegenstand muss hergestellt werden, benötigt Level 4. Benötigt Level 3, eine schöne Waffe. Aber warum kann ich jetzt gewisse Sachen nicht herstellen? Gewisse oder eigentlich kann ich ja hiervon nichts herstellen. Wow, was ist das? Gegenstand muss hergestellt werden. Das ist auch eine Art Schlagring. Das ist auch geil. Macht ultra viel Damage. Dieser Schlagring hier betäubt weniger. Im Prinzip ist es. Tödlichkeit hat der 0. Also mit dem kann ich nicht killen. Mit dem kann ich hingegen killen. Aber killen kann ich auch eigentlich mit dem Schlagen, ne? Dazu brauche ich nicht unbedingt den Schlagstock. Der hier wäre ziemlich geil. Also muss ich sagen, okay. Direkt ein neuer Videoclip. Zack. Ja, hier kommt auch direkt der Wecker. Sehr schön. Videoclip gespeichert, hä? Ja, egal. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hoffentlich. Bis dahin, haut rein und ciao.